Im heutigen Quick-Tipp zeige ich dir, wie du mit dem Einsatz von kleinem Hall Großes erreichen kannst und ich zeige dir einen Trick, wie du ein hochwertiges Hallgerät von einem nicht so guten Hallgerät ganz einfach unterscheiden kannst. Was Hall betrifft, wird gerade im Anfängerbereich oft der Fehler gemacht, dass ein viel zu großer Hallanteil eingesetzt wird und dass auch viel zu lange Hallfahnen angewendet werden. Dabei kannst du mit dem Einsatz von relativ wenig Hall und kürzeren Hallzeiten schon Großes erreichen. Ich zeige dir das heute am Beispiel einer Rhythmusgitarre, die ein bisschen schwach auf der Brust ist und besser gedoppelt worden wäre. Hier kannst du mit einem subtil eingesetzten, sparsamen Hall nämlich schon viel erreichen. Jetzt geht's ins Projekt. Viel Spaß! Hör dir als erstes mal in dieses Projekt hier rein, damit du weißt, um was es geht. Also wir haben hier Drums, Bass und Gitarre und bei der Gitarre ist es so, dass wir jetzt hier nur eine Gitarrenspur haben. In diesem Fall wäre es aber ganz gut gewesen, wenn die Gitarre gedoppelt gewesen wäre, damit wir hier einen satteren Sound bekommen und speziell, wenn da noch Vocals dazukommen, wäre es schön, wenn wir die Gitarre ganz nach links und ganz nach rechts pannen könnten, damit die ganze Sache ein bisschen fetter klingt, die Gitarrenspur hier. Haben wir jetzt in dem Fall aber nicht und deswegen suche ich mir einen anderen Weg. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte jetzt auch künstlich die Gitarre doppeln. Wenn ich hier gleiche Parts habe, die unterschiedlich gespielt sind, könnte ich mir die ausschneiden und in den entsprechenden Stellen drunter ziehen. Das funktioniert aber nicht immer. Und deswegen versuche ich jetzt einen anderen Weg, und zwar indem ich einen Hall einsetze. Ich habe hier zunächst mal den Platinum-Hall von Logic selber geladen und habe den hier auf den Standardeinstellungen. Und hören wir mal, was passiert, wenn ich diesen Hall jetzt einsetze. Ich habe ihn als Aux eingesetzt. Und kann hier über den Bus, über den Send hier, anteilig was dazugeben. Ich lasse die Gitarre einfach mal solo laufen. Hall an. So klingt die Gitarre schon beeindruckender und wird gleich ein bisschen größer. Allerdings ist der Hall jetzt hier zu lang. Wir wollen nur die Gitarre etwas größer machen, das ist unsere Intention hier. Wir wollen sie nur ein bisschen größer machen und da genügt ein sehr, sehr kurzer Hall. Deswegen ziehe ich hier meine Reverb-Zeit jetzt hier einfach mal runter, vielleicht so auf eine Sekunde, vielleicht noch tiefer. Du hörst, es ist sehr subtil, aber trotzdem klingt die Gitarre durch diesen kurzen Hall hier wesentlich größer. Was wir jetzt noch einstellen müssen, ist das Pre-Delay. Das Pre-Delay bestimmt die Zeitlücke, wann der Hall einsetzt, nachdem das eigentliche Signal erklungen ist. Und hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir das Pre-Delay nicht zu groß machen, weil ansonsten wirkt der Hall abgekoppelt. Ich mache den Hall gerade noch mal kurz länger, damit ich dir zeigen kann, wie das Pre-Delay sich auswirkt, wenn ich es zu groß einstelle oder zu lang. Ja, also je länger ich das Pre-Delay mache, desto größer wirkt der Raum, aber desto länger dauert es auch, bis der eigentliche Hall nach der Schallquelle oder dem Erklingen der Schallquelle einsetzt. Und deswegen müssen wir jetzt hier eine Pre-Delay-Zeit finden, wo das so einigermaßen passt. Ich möchte sie nicht auf 0 Millisekunden haben, weil ich möchte schon, dass der Schall so leicht entkoppelt ist, dass die Gitarre noch ein bisschen größer klingt. Ich probiere es hier gerade mal einzustellen. Und du hörst, durch diesen Hall kommt die Gitarre schon wesentlich prominenter rüber und wesentlich größer rüber. Und das ist schon mal so ein kleiner Ersatz dafür, wenn wir keine gedoppelten Gitarren haben. Jetzt habe ich bei diesem Hall-Gerät aber das Problem, dass es nicht ganz so hochwertig ist. Das heißt, der Hall klingt nicht so gut. Und ich habe ja im Intro gesagt, ich zeige dir, wie du ein hochwertiges Gerät von einem nicht so hochwertigen Hallgerät unterscheiden kannst. Und das ist relativ einfach. Ich schalte die Gitarre nochmal solo und wir stellen jetzt hier die kürzeste Hallzeit ein. Die geht. Das sind hier 0,5 Sekunden. Und
Nicht so hochwertige Hallgeräte haben die Eigenschaft, dass sie ein bisschen einen metallischen Nachklang haben. Und das kannst du raushören, wenn du, wenn wir diese Spur jetzt einfach stoppen, ja, kurz abstoppen, und dann wirst du jetzt gleich diesen metallischen Nachklang hier hören. Hörst du diesen Nachklang, wenn er das Perkussive spielt? Dieses Ding, 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 diese Obertöne oder was das ist, das klingt so sehr metallisch. Und das ist ein Anzeichen dafür, dass die Hallemulation hier nicht so hochwertig gemacht worden ist. Und deswegen probieren wir jetzt nochmal was anderes. Und zwar probieren wir jetzt dieses Hallgerät hier aus. Das ist das RC48 von Native Instruments. Das emuliert ein Lexikon-Hallgerät. Ich habe hier die Hallzeiten schon eingestellt, auch wieder recht kurz. Pre-Delay-Zeit 18 Sekunden, ja, machen wir mal 30 Millisekunden. Jetzt stoppe ich die Gitarre wieder ab und du wirst hören, da dieser Hall hochwertiger gesampelt wurde, dass dieser metallische Ausklang nicht da ist, wenn ich jetzt die Gitarrenspur stoppe. Okay, nochmal das andere Hallgerät. Ja, metallischer Nachhall. Besseres Hallgerät. Und da hast du diesen metallischen, etwas künstlichen Nachklang nicht. Und deswegen klingt das mit so einem hochwertigeren Hallgerät einfach besser. Probieren wir es hier jetzt auch nochmal aus, die Gitarre ohne Hallgerät und dann mit. Also durch so einen kurzen, kurz eingestellten Hall mit einem hochwertigen oder möglichst hochwertigen Hallgerät kannst du so eine Gitarre, die ein bisschen schwach auf der Brust ist, schon wesentlich größer darstellen und wesentlich durchsetzungsfähiger gestalten. Wenn du dich für das Thema Hall interessierst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall dieses Video. Da zeige ich dir, wie du große Hallfahnen per Sidechaining unter Kontrolle halten kannst. Wenn dir dieser Quick-Tipp hier gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, wenn du das Video mit jemandem teilst oder mir was Nettes in die Kommentare schreibst, und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Video. Bis dann!